Jo Leute, was geht und willkommen zu dem zweiten Update-Video. Und zwar geht es darum, dass ich aktuell eine Pause einlege, beziehungsweise eingelegt habe, oder beziehungsweise noch einlegen werde. Die Pause ist ja jetzt eine Woche lang. Ich habe ja gesagt, es werden maximal zwei, wobei ich ja auch angesprochen habe, dass ich zwei viel zu übertrieben finde. Ich persönlich finde eine Woche Auszeit nämlich schon relativ krass, wenn man halt in einer Sache extremst viel Mühe und Schweiß und Disziplin und alles reinsteckt, wenn man das großziehen möchte. Aber nichtsdestotrotz werden das dann zwei Wochen sein. Das ist jetzt einfach nur ein Update-Video, dass ich mir halt noch eine Woche Pause nehme. Warum? Relativ einfach beantwortet. Vielleicht kann der ein oder andere aus meiner Stimme erst schon entnehmen. Mir geht es auf jeden Fall viel, viel besser. Die Pause hat wirklich gut getan. Und deswegen danke nochmal an diejenigen, die gesagt haben, ich soll mir doch lieber eine Zwangspause nehmen. Und dann ist der Channel in Anführungszeichen tot. Aber mir geht's besser und die Videos werden wieder besser etc. pp. Ja, danke dafür. Und der Grund ist halt einfach, es ist zu extremst heiß aktuell. Wirklich zu heiß. Und falls die einen oder anderen es wissen, hier in meinem Zimmer, wo der PC steht, ist es halt gefühlt irgendwie immer 10 Grad heißer als draußen. Und da es draußen aktuell 32 bis 34 Grad ist, ja, keine ein oder andere es sich ja vorstellen, ne, wie heiß es hier in der Aufnahme ist, beziehungsweise im Aufnahmezimmer, Aufnahmeraum, wie dem auch sei, wie man es nennen mag. Ja, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Mir geht es auf jeden Fall aber viel besser. Ich bin übelst hyped und happy, wieder aufzunehmen. Ich kann vorab mal ein, zwei Updates an sich geben. Nach Oasis habe ich ja gesagt, es wird ein Projekt folgen, was ein Rennen ist. Jetzt kann ich ja mal veröffentlichen, was es ist. Und zwar ist es Mario Kart 8 Custom Tracks Grand Prix. Falls der ein oder andere was damit anfangen kann. Wenn nicht, ist halt einfach totgemoddet, sagen wir mal, Mario Kart 8 mit zigtausend Custom Tracks und wenn man noch möchte, Custom Fahrer und ja, man kann wirklich viel einbauen und das werde ich nicht machen. Vielleicht werde ich doch Evoasis jetzt so schnell wie möglich zu Ende bringen und dann Link's Awakening bringen, weil das wollte ich ja eh auf dem Channel bringen. Und ich denke mal, nach Link's Awakening kommt dann höchstwahrscheinlich Pokémon, oder? Kommt Luigi's Mansion? Vorher? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall denke ich, läuft so der Plan. Alpha läuft auf jeden Fall weiter. Pokémon Star Streams werden auf jeden Fall nächste Woche, übernächste Woche wieder stattfinden. Aber ich denke, ich setze mich an einem neues Overlay ran und werde die Cam rausmachen. Einfach aus persönlichen Gründen, die ich jetzt nicht nennen möchte. Aber ja, nichtsdestotrotz, vielen Dank trotzdem für euer Verständnis und dass die Leute bzw. ihr nicht direkt deabonniert habt. Weiß ich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank dafür. Liebe geht auf jeden Fall raus. Und dann würde ich sagen, genießt doch mal eine Woche mit Kack-YouTubern, mit Kack-Poketubern, die qualitätsmäßig in der Mülltonne hocken. Ab nächster Woche geht es dann wieder fresh hier weiter mit High-Quality-Content und dritte Klasse vorlesen, ne? Also, macht's gut, ich bin raus. Peace.